Ja, dann würde ich mal sagen, Pokémon Schwert habe ich ja wieder eine Weile nicht gespielt, ne? Schon wieder ein paar Tage. Zuletzt halt wirklich im Stream so richtig, eigentlich. Oh, ich freue mich. Jetzt geht's da eigentlich auch mal wieder weiter. Mensch, 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 was ist das immer? Bisschen kontraproduktiv, wenn man solche Sachen immer nur streamt. Wie du das aushältst, eh. Ja, gerade noch so, ich sag's dir. Ist schon nicht so einfach. Pokémon Schwert! Jawohl, da sind wir auch schon wieder. Yay, cool! Oh, yeah! Ich liebe diesen Move. So, Pokémon, wie sieht's hier aus? Ein bisschen gelevelt. Das ist schön. Ja, das ist doch mal was. Recht einheitlich hier alles. Na, das ist doch was. Das sieht doch gut aus. Super geil. Ich würde sagen, wir legen einfach direkt los. Einfach auf geht's. Hier, nicht lange fackeln. Hier sind wir wieder in Passbeck. Schöne Stadt hier. Hier waren wir zuletzt. Und genau, unsere nächste Aufgabe ist ja instant die Arena da oben hier, ne? Passt die Musik von der Lautstärke her? Schon, ne? Es kommt mir gerade so laut vor. War das sonst immer so laut? Es kommt mir gerade ein bisschen laut vor, ich weiß auch nicht. Okay. Minimal ein Ticken leiser, ja, ne? Ich glaube nämlich auch. Ich mache jetzt mal auf 50 hier. Warum ist denn das auf einmal lauter geworden? Okay. Ich glaube, so ist etwas angenehmer. So, ja, ne? Ja, dann mache ich auf 50 komisch. Warum ist das jetzt 10 Dezibel zu laut? Hä? Sonst haben wir immer auf 60 gezockt, jetzt auf 50? Was ist jetzt passiert? Keine Ahnung. Egal, okay. So passt es. Dankeschön. Was wollte ich sagen? Endlich sehe ich die mal. Was? Inferno-Pot? Du hast noch nie einen Inferno-Pot gesehen? Echt? Echt? Im Ernst? Die sind voll cool. Gerade auch als Dynamax sind die ziemlich geil. Inferno-Pot ist ganz nice. Ja, habe ich jetzt ausgetauscht gegen Liberlo. Genau. Ach so, die Arena-Leiterin meinst du? Oh. Ach so. Ah, cool, endlich sehe ich die mal. Ach so, die Arena-Leiterin. Okay. Ja, Saida ist so toll. Die ist halt voll cool. Hier, ich habe auch schon die Liga-Karte, habe ich schon von ihr. Hey, ruckelt der Stream? Ach, keine Ahnung. Wird schon passen. Album. Da. Voll geil. 193. Finde die Nummer auch sehr amüsant. Ich gucke jetzt aber erstmal hier hoch tatsächlich. Bevor ich tatsächlich in die Arena gehe. Top Belieber, aha. Ui, was für ein cooles Arena-Stadion. Ja. Orte, an denen sich Pokémon Deiner maximieren können, nennt man Energiequellen. Stadien in der Galar-Region werden aus solchen Energiequellen erbaut. Ach, so ist das. Die werden direkt auf den Energiequellen gebaut. Das ergibt dann natürlich Sinn. Da könnten ja theoretisch in der Naturzone 100 Arenen stehen. Krass. Da drüben erstreckt sich das Meer. Schade, ich hätte mir mehr Berge gewünscht. Wie seid ihr so? Berge oder Meere? Ich bin so der Meerestyp. Oh, was haben wir denn hier? Das ist, eine Wandkritzelei. Da ist ein Riss. Das ist die berühmte Wandmalerei der antiken Städte von Passbeck. Sie soll künstlerisch sehr wertvoll sein. Ha, okay. Okay. Eine faszinierende Wandmalerei. Das hätte Elion malen können. Ja, ich denke es mir auch gerade, weißt du? Ja, lassen wir einfach mal so stehen, ne? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Keine Ahnung.
passt meiner Meinung nach nicht da rein. Besuche die antike Stätte von Passberg und entdecke die Geschichte der Galar-Region. Ja, ja, klar. Das war die antike Stätte. Ja. Ja. Okay. Ja. Ja, keine Ahnung. Hier geht's ja schon wieder raus, ne? Was sagst du da? Manche Pokémon leben in den Bergen, andere in den Wäldern. Pokémon leben an den unterschiedlichsten Orten. Sag bloß! Mensch, das ist ja der Wahnsinn. Ab in die Arena. Eine Mischung aus beidem findest du toll. Meere und Berge. Auf jeden Fall atemberaubende Aussicht dann immer, ja. Ich bin schon mehr der Meerestyp dann so an sich. Da ist er wieder, der Balduin. Hey, ich bin's, Balduin. Dein Boden sieht aber schwer aus. Moment, da habe ich genau den richtigen Ball für dich. Was? Schwerball, oder was? Aha! Dieser Wortwitz! Dankeschön. Ball, der sich besonders gut eignet, um Pokémon mit hohem Körpergewicht zu fangen. Mit einem Schwerball lässt sich ein Pokémon umso leichter fangen, je schwerer es ist. Ein absolutes Muss für Freunde von Pokémon, die einiges auf die Waage bringen. Jo, alles klar. Ich trainiere mein Team, während ich mich der Arena-Challenge widme. Vielleicht sollte ich ein paar Pokémon aus meinem Team auswechseln. Na, das habe ich ja so... Das haben wir ja schon sogar öfters getan, ne? Es ist jetzt nicht nur einmal, dass ich mein Team so ein bisschen umstrukturiert habe, aber ich... Es könnte sein, dass das jetzt wirklich die letzte Umstrukturierung war. Mal sehen. Radar! Oh, dieses Pokémon, ne? Ich weiß auch nicht. Du bist den ganzen Weg bis nach Passberg gekommen. Jetzt musst du einfach gewinnen. Ja, das werde ich. Keine Sorge. Das wird easy. Oh, den kenne ich aus dem Fernsehen. Oha, so berühmt bin ich gleich. Geil. Hallo? Hallo? Okay, der redet einfach nicht mit mir. Es gibt viele Arena-Challenger, die nach einer Weile das Handtuch geworfen haben. Gib niemals auf, hörst du? Hatte ich niemals vor. Willkommen im Pokémon-Markt. Hier gibt's nur Schrott. Okay, tschüss. Cosmobum mit 99 Kilo bleibt safe in dem Ball. Oh, das kann sein. Aber das kann man ja nie fangen, eigentlich. Willkommen im Uniformladen. Ich möchte aber keine Uniform. Tschüss. Ich will jetzt kämpfen. Hallo, Challenger. Willst du dich an unserer Arena-Mission versuchen? Aber hallo, auf geht's du. Alles klar, dann geh am besten gleich in die Umkleide, zieh dich um, bla bla. Wissen wir schon Bescheid, ne? Jetzt muss ich gerade mal ganz kurz gucken. Zwecks meinem Mikrofon. Das ist aber richtig eingestellt, hoffentlich wieder, oder? Oder hat er das auch zurückgesetzt? Nein, das ist richtig eingestellt, okay. So, hau rein, Nummer 77. Jawohl, danke. Schöne Nummer. Oh yeah. Kampf-Challenge. Ja, was zur Hölle? Na, was ist das? Wenn du möchtest, erkläre ich dir kurz die Regeln der hiesigen Arena-Mission. Die Mission von Passberg ist das reinste Vergnügen. Naja, zumindest ist sie inspiriert von einem Vergnügungspark. Die Regeln sind ganz einfach. Du steigst in diese Tasse ein und versuchst, sie zum Ziel zu steuern. Auf dem Weg dahin musst du allerdings allen möglichen Hindernissen ausweichen. Ich lese dir am besten schnell ein paar Passagen aus dem Handbuch des Fahrgeschäfts vor. Wenn du den Control-Stick im Uhrzeigersinn rotierst, dreht sich auch die Tasse rechts herum. Rotierst du den Stick nach links, schlägt auch die Tasse diese Richtung ein. Solltest du mit einer Wand zusammenstoßen, kannst du dich durch geschicktes Rotieren wieder von ihr entfernen und Kurs auf das Ziel nehmen. Mit ein bisschen Übung hast du den Dreh bestimmt bald raus. Den Dreh, ha! Okay, das ist sehr interessant. Okay, unterscheidet sich jetzt tatsächlich irgendwie nicht wirklich von der Geisterarena. Ja, stimmt. Und Schild ist ja hier... Wie heißt der denn eigentlich? Der Geisterarena-Typi? Ich finde das immer noch zu laut bei mir, ehrlich gesagt. Neo? Also doch, ne? Ich drehe jetzt für mich hier so etwas runter. Das gibt's doch gar nicht. Ich bin ja fast auf Anschlag hier. Warum ist denn das auf einmal so laut? Hey, das gibt's doch nicht. Okay. Echt? Das ist dieselbe Herausforderung? Hey, das ist ja richtig dumm. Das ist wirklich schade. Hey, das hat ja auch nicht mal Sinn. Hier bei dem Kampf, das ergibt ja vielleicht noch Sinn, aber doch nicht bei Geist.
Das ist tatsächlich traurig. Naja. Okay. Dann mal auf. Also ich kann... Alles klar. Was zur Hölle? Warum? Was ist das denn für eine Herausforderung? Das ist auf jeden Fall interessant. Okay. Es ist eine witzige Idee, aber... Wieso? Volle Dröhnung, damit du nicht einpennst. Das tue ich nicht. Ich bin nicht mal wirklich müde. Das ist halt echt interessant. Hey, guck mal hier. Nachhin, Typi, hier. Bla. Ist dir nicht total schwindig? Kannst du so überhaupt kämpfen? Naja, gar kein Problem, du. Ich sag's dir. Ich hau dich weg. Daniel, alles klar. Windosi. Jetzt ist es wieder ein bisschen zu leise. Was auch immer. Oh, Intelli und du geile Sau. Oh. Präzisionsschuss. Bam! Voll gut. Was? Wir sind so stark, was will ich denn? Oh, Lucario 42. Costoso. Da kann man mal rauswechseln. Ich habe immer noch kein Flug-Pokémon, verdammte Scheiße. Was hat ein Typ Kampf eigentlich noch für Schwächen? Weiß gerade gar nicht. Aber weißt du was? Ich setze jetzt Reflex ein. War das schlau? Kampf und Gift. Ha! Ist mir egal. Friss das. Kampf und Gift ist, glaube ich, nicht schlau. Da kommt Stärke raus. Ha! Ist ausgewichen. Danke, Reflex. Sehr gut. Vor allem Stärke war eigentlich mal eine Normalattacke. Ist das jetzt zu Typ Kampf geworden oder was? Giftschock. Ha! Voll weggebröselt. Was ist da los? Keine Chance. Level 41. Das war's dann auch schon wieder. Dieser Kampf war so wunderbar, dass mir ganz schwindelig geworden ist. Hast ein bisschen zu viel von meinem Toxin eingeatmet? Hier geht's wahrscheinlich wieder zurück. Daher einfach... Okay, jetzt sind hier Boxhandschuhe. Boing. Es ist eine witzige Herausforderung. Aber einfach nur seltsam. Oh mein Gott. Hä? Ich bewege es nicht. Warum? Was tust du da? So ein Scheiß. Da sind wir schon. Nächster Kampf. Halt, warte mal. Oh ja, lass mal. Kann das was? Gucken wir mal. Na, was sagst du zu dieser Arena-Mission? Wie in einem Vergnügungspark, oder? Keine Ahnung. Ich habe keine Worte dazu. Ich weiß es nicht. Ich liebe Golda. Ja, es ist echt süß eigentlich. Schon so, ja. Voll toll. Nicht sehr effektiv. Mhm, okay. Okay. Okay, das ist ja auch ein anderes Parenta. Oh, du Furz. Moment mal. Scanner dürfte jetzt nichts bringen. Doch, schade. Ist also nur mit anderen Schilden, wo Schwebe durchgeht. Okay. Okay, das wäre sonst irgendwie auch ein bisschen zu OP, oder? Sag mal, darf ich dann auch mal? Oha, das zieht trotzdem voll viel ab. Felsenfest? Okay, das interessiert mich eigentlich auch nicht. Nochmal. Jetzt macht es schon wieder Scanner. Ey, ich glaube es nicht. Kann es eigentlich irgendwas anderes? Erstaunlich, los geht's. Ins Gesicht.
Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das tat weh. Wie stark ist Ruckzuckhieb? Könnte funktionieren. Jawohl. Puh. Brenzlig. Was für ein toller Kampfstil. Man spürt, dass du total im Gleichgewicht mit dir selbst bist. Ah. Da fehlt noch ein bisschen. Ich liebe Groldra. Nee, Quatsch. Das habe ich hier schon gelesen. Warum lachst du? Was ist da los? Warte mal. Was haben wir denn hier? Achso. Kategorie erstmal. Dann habe ich hier noch TMs. Ich habe ja jetzt Fliegen. Das kann Groldra noch nicht! Ich kotze im Strahl. Sonst noch irgendwelche Attacken? Blablabla. Herzbeben. Lucario, ja. Psychokinese. Das wäre auch eine Idee. Ja. Vielleicht, wenn Liara Psychokinese drauf hätte, wäre vielleicht eine Idee. Vielleicht. Müssen wir mal gucken, was kannst du denn, Liara? Was ist denn da los? Willst du? Ja. Ach ja, du kannst ja noch den Clownwetzer. Erhöht den Angriff. Okay. Angriff ist 73. Lol, dein Angriff ist ja komplett für den Arsch. Du bist ja eh so ein Spezialangriff, Heini. Lol. Stimmt ja, da war was. Da war ja was. Okay, aber Clownwetzer setze ich ja eh relativ selten ein. Jetzt wird's endlich mal Tag. Ja, moin. Die Nacht ist vorbei. Nachthieb, ja. Soll ich den Clownwetzer weghauen? Ich meine, weiß ich nicht. Hat er eigentlich Sinn, fast den zu behalten auch? Irgendwo? Irgendwo zumindest. Stat-Bonus gibt's eh nicht, weil Psycho. Eventuell. Clownwetzer hat halt schon irgendwo Sinn. Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja. Ich glaube, ich klatsche das jetzt einfach drauf. Ich glaube, es erlernt das nicht von selbst, ne? Ich mag es nicht wirklich, Attacken zu verschwenden. Was ist denn da los? Nee, kann es nicht, okay. Kehrschelle kommt noch. Hey, was? Kehrschelle war schon. Schmarotzer kommt noch. Abgangstirade. Schmarotzer, was war das? Physische Attacke. Okay. Cool. Abgangstirade. Das ist eine Statusattacke. Ich hau das jetzt einfach drauf. Ja, Dark ist da! Hallöchen, einen wunderschönen guten Morgen! Guten Morgen, Gecko, darf ich fragen, warum du jetzt schon streamst? Warum nicht? Ich war schon wach, ich konnte nicht schlafen. Er ist seit halb zwei Wochen, genau. Konnte wohl nicht, richtig. Ganz genau diese. Ich hau jetzt Clownwetzer einfach weg. Obwohl es sinnvoll ist, den Angriff zu erhöhen bei Nachtara, Nachtara, was sag ich denn? Gaunux. Ach, drauf geschissen, komm. Tschüss. Psychokinese. Erdbeben haben wir auch noch, aber nur einmal. Lass ich, glaube ich, erstmal sein. Kaskade haben wir dreimal. Geil. Kaskade ist eine schöne Attacke auf jeden Fall. Mag ich. Mag ich sogar sehr. Sogar so sehr, dass ich da jetzt doch mal reingucken muss. Angriff, Spezialangriff. Ja, okay, hat nicht viel Sinn eigentlich. Aqua-Durchstoß.
Greift das Ziel mit Kraft des Wassers an, senkt eventuell die Verteidigung des Ziels. Kaskade ist auch ein Angriff, lol. Okay. Senkt die Verteidigung. Lässt das Ziel zurückschrecken. 85 und 80, ne? Ach, das lassen wir so. Das lassen wir, glaube ich, erstmal so. Ich würde sonst Aqua-Durchstoß eventuell wegballern. Weiß ich nicht. Okay, lassen wir erstmal. Psychoschock, ja, keinen Sinn. Knirscher, ja, toll. Nicht so wichtig. Lehmbrühe, Drachenklaue. Schade. Giftspitzen, schade. Aurasphäre kannst du schon. Kreuzschere. Oh, Kreuzschere. Okay. Ich bin gerade erst wach geworden. Ja, dann guten Morgen. Schön, dass du schon reinschneist. Das freut mich. Zen-Kopfstoß. Was, Strauchler? Ja, den Rest brauchen wir nicht. Siedewasser. Das ist eine schöne Attacke. Ja, klar, mit Verbrennung. Ist natürlich auch eine geile Sache. Definitiv. Aber das brauchen wir sehr. Das passt schon so. Passt. Gehen wir weiter. Wollte ich noch irgendwas nachgucken? Nee, keine Ahnung. Hä? Nee, keine Ahnung. Mein Gehirn ist wohl scheinbar noch nicht so ganz wach, was das Denken angeht, aber egal. Ansonsten bin ich echt recht wach. Oh Gott, was ist das hier? Wer hat sich das denn ausgedacht, Leute? Oh Gott. Hä? Es geht ja gar nicht. Hä? Hier, das bewegt sich straight nach oben und ich... Okay, wow. Dann muss ich erstmal nach links. Ist in Ordnung. Hui! Verstehe. Oh Gott, was? Was? Was war das denn? Ja, geschafft, oder? Unsere Aufgabe ist es, alle unvorsichtigen Arena-Challenger zu besiegen. Okay, Rory. Ja gut, dass ich nicht so unvorsichtig bin. Kickly, geil. Ja, immer noch eine Flugattacke, ne? Wäre halt nice. Haben wir nicht. Da sollten wir direkt wieder zurückgehen. Hier, Lucario, wie sieht's denn mit dir so aus? Oh, geil. Vergeltung. Ich hasse dich. Ich setze irgendwie nur noch falsche Pokémon ein. Bin ich komplett dumm? Na toll. Ach du heilige Scheiße. Lucario, du bist das Beste. Ruckzuckieb. Oh Gott. Oh mein Gott. So. Nocturne. Ich habe kein gutes Team gegenüber Kampf-Pokémon, irgendwie habe ich so das Gefühl. Inteleon macht das schon. Deine Pokémon lieben dich, ja! Alle, das ist voll toll. Ich werde mich wieder verkrümeln, vielleicht komme ich später nochmal vorbei, je nachdem, ob du noch streamst. Also dann, bye bye. Oh, ich denke, ein bisschen werde ich schon streamen jetzt erstmal, ja. So bis mittags bestimmt noch. Dann, bis später. Und, ja. Ich wünsche dir einen guten Start in die Woche. Danke. So. Na also. Level 44. Und 43.
Danke, dass du mich an meine eigene Zeit als Arena-Challenger erinnert hast. Gerne. 6000, oh, das ist schön. Die zukunftsfähige Arena-Challenger liegt mir am Herzen. Kämpf dich bis zum Schluss durch. Ich werde dich anfeuern. Ja, wir sind ja schon da. Das gibt's ja nicht, ne? Ich bin gar nicht gut aufgestellt gerade. Hä? So. Kroldra, was für ein Typ bist du? Drache Geist. Hä? Was? Moment mal. Warum war das sehr effektiv? Moment mal. Mit was wurde ich angegriffen? Weil Kampfattacken dürften eigentlich absolut gar keine Wirkung haben. Hä? Mit was wurde ich angegriffen? Mit einer Unlichtattacke? Schon, ne? Also Vergeltung ja auf jeden Fall, aber das war ja davor schon irgendwas. Stärke. Ja, aber auch Stärke ist ja Typ Normal oder Kampf und das hat eigentlich überhaupt keine Wirkung. Hä, das ergibt keinen Sinn. Warum hat es mich vorhin zerfetzt? What? Was? Das Porenta. Oh, was hat das denn eingesetzt? Das war Wirbel, ne? Ist Wirbeltyp Unlicht. Echt? Wirbel. Wirbel, Wirbelfalle, Wirbel, Wirbel. Hä? Die Attacke ist nicht vermerkt. Was soll der Scheiß? Hallo? Ich hätte vielleicht gern die Attacke. The fuck? Porenta! So, lass mal sehen hier. Die Attacke kann es nicht. Was zum Fick? Wieso konnte es die Attacke? Wirbler. Ach so. Ja, das ist Typ Unlicht. Oh, du Furz. Verstehe. Okay, dann ergab das Sinn. Pokémon Evolution Gamer. Geiler Name erstmal. Einen wunderschönen guten Morgen. Wirbler, danke, ja? Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wünsche ich dir eben so einen schönen Start in die Woche. Und herzlich willkommen. Na? So. Ja, mehr gibt's auch nicht. Gut, entwickelt sich ja erst auf 50. Vor allem auch hier erstmal. Dauert noch ein bisschen. Und sonst... Eine Flugattacke wäre halt geil jetzt. Immer noch. Verdammt. Ach, kriegen wir hin. Easy. Easy, komm. Auf geht's. Gehen wir einfach rein. Ziel erreicht. Du hast die Arena-Mission erfolgreich abgeschlossen. Ja. War ja auch nicht so schwer, ne? Boah, endlich mal wieder ein Stadionkampf. Oh, weil das ist schon immer ziemlich episch gemacht. Ich lieb die schon. Hier bin ich. Hallöchen. Oh, so ein Kampf am Morgen. Ja, Mann, das macht wach. Das ist super. Willkommen, Arena Challenger. Ich bin Saida. Wird dein Herz unerschüttert bleiben, egal wie sehr deine Pokémon durch meine Attacken ins Wanken geraten? Beweise mir, dass du das Herz eines wahren Kriegers hast. Los geht's. Oh, geil. Voll gut. Arena-Leiterin Saida fordert dich heraus. Ups. Capoeira. Oh, geil. Ja, Dynamax. Capoeira kann aber, glaube ich, auch Unlichtattacken. Oh, ich liebe diese Musik. Es ist so geil. Jedes Mal. So. Ich mach mal auf riskant. Erstmal Biss.
bringt halt gar nichts. Konter, okay. Hat aber keine Wirkung, ja. Mensch, hätte ich jetzt eine Flugattacke. Okay, das hat halt. Ich bin so dumm. Oh! Faszinierend! Plagen kenne ich halt noch nicht. Okay, das ist ja eigentlich dann gut. Alles nicht so effektiv. Ich mache es halt einfach damit schon fertig, voll gut. Ja komm, hau mal einen Erstauner raus. Hab ich jetzt Bock drauf. Tja. Das ist doch mal eine geile erste Runde. Das war's mit Capoeira. Ja, geil. Sehr schön. Pandago, das war... Okay, da wechsle ich doch mal aus. Das war ja schlau von mir. Oh mein Gott. Psychoattacken, natürlich. Hä? Mein Brain ist halb anwesend und halb nicht. Aber du bist jetzt auch noch Typ Unlicht, nicht wahr? Aber generell gegen Kampf müsste ja sogar Psycho auch noch sehr effektiv sein, ne? Wie konnte ich das vergessen? Wirkungslos. Wow. Toll. Toll. Das war jetzt natürlich super. Das war ganz schlau von mir. Kampf, Kampf, Kampf. Hier. Psycho, richtig. Ach, und Typ Fee? Hä? Okay, das muss man natürlich auch erstmal wissen. Na dann. Ja, hier, bitteschön. Du hast die Psycho-Attacke doch extra deswegen beigebracht. Ich glaube, ja. Unterbewusst ja, ich wollte ihm halt generell eine Psycho-Attacke beibringen, aber ich habe tatsächlich vergessen, dass es eigentlich gegen Typ-Kampf auch sehr effektiv ist. Nun. Wie konnte ich das vergessen? Aber tendenziell ja. Meine Fresse. So, tschüss. Oh, komm schon. Das bringt dir jetzt aber auch nichts mehr. Du bist tot. Ich sag ja, mein Hirn ist noch nicht so ganz wach, scheint so. Aber wann ist das jemals wach? Yay, Level Up! Aber nicht für Goldra. Oh. Lauchzelot! Ist das ihr letztes? Nein, ihr vorletztes. Boah, Lauchzelot ist so geil. Komm mal raus. Ihr vorletztes, ne? Ich würde ja fast gerne Dynamaxen jetzt. Auf geht's ins Bad richten, also nehme ich dich mal halt mit. Okay! Schützt dich selbst. Ach komm, bums dich. Easy. Aua. Oh yeah. Ja, dann halt nochmal. Oh mein Gott, ist das anstrengend. Immer diese Rundenverschwendung. Genau, verbrenne. Du scheiß Lauf. Flammenrad! Hä, nicht besiegt? Fuck. Okay, damit ist es aber selbst weg. Dumm. Warum? Okay. Tschüss, Lauchzelot. So, was ist hier letztes Pokémon? Oh yeah. Machen wir mal. Oh, jetzt möchte ich aber Dynamaxen.
Schade. Ich möchte aber nicht Liara Dynamaxen. Scheiße. Typ Gift. Ach so? Okay. Mann. Ich will... Also Inferno-Pots... zu Dynamaxen wird ziemlich geil. Okay, dann halt wann anders. Was auch immer. Ja, komm, was auch immer. Oh, Fennek, hallöchen, einen wunderschönen guten Morgen. Flottball. Du kannst mich aber nicht fangen. Das geht nicht. Bleib standhaft, wir geben gemeinsam unser Bestes. Oh, jetzt geht's nochmal richtig los. Oh yeah. Voll geil. Hab ich schon getan. Richtig. Ich vergifte dich jetzt. Auf geht's. Und dann deine maximiere ich auch. Menno, dann schlagen wir eben alles kaputt. Ich zoll deine Strecke Respekt mit Giga Dynamax. Den Rocket Ball verwenden? Der hat sowas von keine Wirkung. Oha, geil. Okay, das sieht ja geil aus. Alter. Okay, Toxin, auf geht's. Warte, was? Ja, ich dachte schon. Deiner Dunkel. Nein, hör auf damit. Nein, aua. Aua. Fuck. Warte nur, ich schlag zurück. Spezialverteidigung sinkt, toll. So. Ah, fuck! Aufgeschossen. Was ist denn deiner Giftball? Der Spezialkopf hat damit. Achso, okay. Ich habe aber darauf jetzt Bock. Auf geht's! Jetzt bin ich am Zug. Mir ist von Team Rocket kein Pokéball bekannt, das auch andere Pokémon fangen kann. Das kann eigentlich nur der Ball von Mewtwo. Oder Kryptobälle. Oder halt die Krallmaschine von Team Krypto. Team vor allem. Team Krypto. Ich wüsste sonst keinen Ball. Voll der Bitchfight hier gerade. Beide sind weiblich. Oh mein Gott, das Reflex passt gar nicht mal mehr in den Bildschirm. Ja, dann halt Giftschwalle. Ich hab's mir jetzt echt nicht so einfach gemacht. Da bin ich tot. Willst du mich verarschen? Boah, dich fress ich zum Frühstück, du Arsch. Boah, dich fress ich so zum Frühstück. Du kleine Pisserin. Ja, jetzt ist nämlich dein Dynamaxing vorbei, ne? Drei Runden schon verschissen, du. Psychokinese, auf geht's. Ich fetz dich sowas von aus der Arena! Boom! Scheißviech. Ich glaub, es hackt. Mann, ey. Hm.
Vielleicht könnt ihr den Kampfgeist deiner Pokémon deutlich spüren. Okay. Ach geil, wir haben es geschafft. Was ein Kampf. Schön gekämpft. Ich danke dir für diesen Kampf. Ich danke dir. Ja, auch wenn du mein Dynamaxing kaputt gemacht hast. Unser Schlagabtausch hat mich einiges gelehrt. Überraschenderweise hat der Kampf gegen dich mein Herz regelrecht zum Tanzen gebracht. Dabei weiß ich, wie wichtig es ist, als Kriegerin die Fassung zu wahren. Aber genauso wichtig ist es wohl zuzulassen, dass der Kampf das Herz berührt. Diese Einsicht habe ich dir zu verdanken. Hier, der Kampforden ist dein. Yay, dankeschön. Voll cool. Tada! Du kannst jetzt alle Pokémon bis einschließlich Level 40 fangen. Cool. Du und dein Team, ihr werdet noch viele Kämpfe gemeinsam bestehen und viel zusammen erleben. Ich hoffe, jedes dieser Erlebnisse wird euer Herzen stärker werden lassen. Ach, schön. Ach, schön. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg gegen Saida. Dankeschön. Und ich bekomme eine TM. Vergeltung. Hätte ich mir denken können. Schaden verdoppelt sich, wenn der Anwender in der Runde bereits Schaden durch das Ziel erlitten. Ja, eben. Das ist halt das. Und die Uniform. Yay, coole Sache. Den Kampforden hast du dir redlich verdient. Nur weiter so. So, somit haben wir die Hälfte der Orden beisammen. Endlich mal. Will nicht erfrieren. Was gehst du denn schon so früh los eigentlich? Was ist denn da los? Ich bin da einfach nur durchgelaufen mit meinem Psyana. Ja, toll, wenn du einen Psyana hast. So. Ach so, ist ja nicht mehr im selben Haus, nicht wahr? Weil. Huch, was machst du denn hier? Ich dachte, mein Waldi mag dich. Prima, dass ich dich hier treffe. Du kennst doch die berühmte antike Stätte von Passbeck, oder? Das Gekritzel an der Wand? Ja. Nun, angeblich soll sie mit der Heldengeschichte von Galar zusammenhängen. Allerdings scheint mir das, was heute noch dort oben zu sehen ist, kein Original aus alten Zeiten mehr zu sein. Ich denke nämlich auch. Weil das, also, ne? Ich würde dir die antike Stätte gerne zeigen. Nachdem du mir letztes Mal schon einen hilfreichen Denkanstoß gegeben hast, würde mich deine Meinung dazu interessieren. Bumm! Oh, ich glaube, da hat jemand was kaputt gemacht. Was in aller Welt war das für ein Geräusch? Kam das etwa von der antiken Stätte? Ja, da war ja auch ein Riss in der Wand. Das war sowieso total vorhersehbar, dass da noch was passieren wird. Schnell, lass uns nachsehen. Ja, ich komme gleich hinterher. Das war so klar. Das ist so vorhersehbar. Das war klar. Ach, okay. Erstmal Pokis heilen. Die sind doch angeschlagen, oder? Nein, sind sie nicht. Warum werden wir nach jedem Kampf immer geheilt? Das ist so doof. Ich brauche immer noch eine Flugattacke. Oh Mann, mein Goldra. Ich muss es trainieren. Du hattest Psyana, Blitzer, Aquana, Flamara, Nachtara und Finara. Das war dein Team? Das wäre ein ziemlich geiles Team. Wenn das dein Hauptteam gewesen... Oh nein, wie geil ist das? Ja, das war dein Team. Das ist eine echt geile Idee. Das ist eine echt schöne Idee. Auch voll cool. Vielleicht mache ich das auch mal irgendwann. Das ist eine echt lustige Idee. Voll toll. So ein richtiger Evoli-Trainer. Alle Entwicklung. Das ist geil. Das war mein Team, bis ich die Story fertig hatte. Voll geil. Ja, Hauptteam halt, ja. Voll schön. Das ist eine echt tolle Idee. Und echt... Tja, da hast du ja alle... Ja, die wichtigen Typen beieinander und so. Voll geil. Was wollte ich denn jetzt hier? Ich wollte hier scheinbar kurz kämpfen. Oh ja, oder Bären. Bären sind toll. Ja, einmal geht noch. So. Yunago, Fragia, Persim. Milza!
Stimmt, Glaziola fehlt ja noch. Zu viel Schwächen, zu wenig Stärken. Ja, kann ich mir vorstellen. Schade eigentlich. Glaziola ist echt schön, ja. Fulipurba? Stimmt, fehlt ja auch noch. Meine Güte. Ich bin auf jeden Fall sehr gut. Fulipurba mag ich, glaube ich, von denen am wenigsten. Und Glaziola und Nachtara am meisten, eigentlich. Ja. Also Nachtara auf jeden Fall. Ich meine. Ne? Nee, Foli. Fulipurba heißt es eigentlich. Tja, ja. Boah, das Training geht mir jetzt gerade dezent auf die Nüsschen. Ich glaube, ich baller gleich einfach so Bonbons rein. Ich bin jetzt einfach mal so frei. Das war's auch schon, toll. Hä? Ich wollte doch mehr reinballern. Hier. Friss! Fuck. Oh, Drachen-Pokémon, ne? Nicht so einfach. Ach, was auch immer. Bums die Bums! Fuck, 30.000. Ja gut, hä? Okay. Okay. An den kompletten Chat und Gecko, wer mag mit mir eine Ex-Soul-Link in Gen 8 machen? Was war denn nochmal ein Soul-Link? Das war doch ein Special, oder nicht? War das ein Special-Tausch? Was war denn Soul-Link? Soul-Link. Hat jemand... Und hallöchen, Schellers, hallöchen. Hat jemand zufällig einen Lauchzelot? Ich glaube... Oh Gott, habe ich das noch? Ich habe leider eh nur eins. Dementsprechend muss ich das dann so oder so beneinen. Was wollte ich denn jetzt schon wieder machen? Oh Gott, ich bin echt noch nicht fit. Wir gehen jetzt einfach hoch, komm. Oh, danke für den Follow, Schellers. Na, immerhin funktioniert der Alert, aber ich habe ihn nicht gehört. Aber ich habe ihn gesehen. Moment mal, ich muss mal gerade kurz testen. Okay, der ist da, aber unendlich leise. Moment, da muss ich gerade mal kurz durchtesten. Okay, den hört man. Aber auch leise, oder? Das hört man auch, aber auch leise. Das auch, aber auch leise. Das auch, aber auch relativ leise. Ich glaube, da muss ich nochmal... Muss ich nochmal umstellen. Okay. Na, okay. Was passiert da oben? Ja, lass uns doch nachgucken. Warum stehst du da so doof rum? Dich habe ich doch schon mal gesehen. Bist du ein Arena-Challenger oder so? Ja. Oh mein Gott, was ist hier denn los? Was zur... Reiß alles ein! Hör es auf, wenn wir auch den letzten Wunschstern gefunden haben! Ich glaube, es hackt. Ich werde so viele Wunschsterne auftreiben, dass der Präsident mich mit Dankbarkeit überschütten wird! Dieses Pokémon, wie es aussieht. Patinaraya! Als Pokémon des Liga-Präsidenten solltest du dich glücklich schätzen, an meiner Seite für ihn Wunschsterne suchen zu dürfen. Bist du völlig geschnappt über eigentlich? Es geht direkt weiter. Was? Ich bin nicht mal... Was? Ich bin nicht mal einen halben Schritt gelatscht. Ah, nicht du schon wieder. Ah, ich verstehe schon, was hier vor sich geht. Du willst mir die Wunschsterne wegnehmen, um dir die Gunst des Präsidenten zu erschleichen. Ein perfider Plan, das muss ich dir lassen. Aber du glaubst auch nicht ernsthaft, dass ich dir das durchgehen lasse, oder? Niemand stellt sich zwischen mich und den Präsidenten, ist das klar? Du bist völlig durchgeschossen, oder? Oh mein Gott. Hier muss ich dann erstmal eine Lektion erteilen, habe ich mal gehört. Mhm.
Tja. Durch diese Aktion ist mir quasi schon klar, was ihr drauf habt. Ja, natürlich. Deswegen verlierst du auch jedes Mal. Brimano. Keine Ahnung, was das ist. Ich wechsle trotzdem. Sag mal, ist die Lautstärke... Was ist denn mit der Lautstärke los? Die ist so komisch. Mal zu laut, mal zu leise. Ich verstehe es nicht. Ach, du bist das... Ach! Du bist ein Brimano. Ach, so ist das. Was könnte da jetzt effektiv sein? Wir versuchen es mal mit einem Knirscher. Ja, perfekt. Sehr schön. Oh yeah, Level 45. Ponita. Weiterkämpfen einfach. Es ist so süß, ich liebe es so immer noch. Knirscher. Hypnomorba. Meine Güte, dein Team, ne? Ich muss einfach gewinnen, findiger Präsident Rose! Ja, ja. Träum weiter, mein Freund. Ne? Peng! Ich trinke jetzt hier einen Energy Drink. Bäh. Okay. Interessanter Geschmack. Ich liebe Betis. Er ist... Ich nicht. Er ist wenigstens aber ein Antagonist, so. Das ist wenigstens... Es ist wenigstens mal was, ja. Er ist irgendwo ein bisschen so der Bösewicht, so wenigstens. Irgendwie ist schon irgendwo ganz cool, aber ich mag sein Design nicht wirklich. Nicht wirklich. Da muss ich... Da muss irgendwas falsch gelaufen sein. Ich verlange eine Wiederholung! Die kannst du haben. Wie kann das sein? Warum kommt mir ständig so ein Taugenichts wie du in die Quere? Ich bin der Auserwählte des Präsidenten. Ich bin es, der den Champ besiegen soll. Der Elite-Trainer, dem die Zukunft Galas anvertraut werden soll. Und trotzdem... Arena-Challenger Betis! Ah, Olivia. Achso, Olivia, hups. Ich hab mich schon gewundert, dass... Was du vorhast, als du dir das Patinaria von Brazen Rose geliehen hast und losgezogen bist. Aber das hier macht mich sprachlos. Du kannst doch nicht einfach die antike Stätte demolieren. Antike Stätte, ja. Was kümmern sie ein paar alte Steine, wenn aus... heute kann ich auch nicht vorlesen, ne? Was kümmern sie ein paar alte Steine, wenn auf dem Spiel steht, was in 1000 Jahren aus dieser Region wird? Glauben sie etwa, dass sie dem Präsidenten mit ihrem Wankelmut eine Hilfe sind? Wenn sie wirklich seine Assistenten sind, dann unterstützen sie ihn gefälligst auch. Betis, das reicht. Er schmerzt mich, das... Er schmerzt mich. Haben wir hier einen Fehler? Es schmerzt mich, das sagen zu müssen, aber du hast mich zutiefst enttäuscht. Als ich dich als kleinen Jungen entdeckte, sah ich eine große Einsamkeit in dir. Aber darüber hinaus sah ich auch, dass gewaltiges Potenzial in dir schlummerte. Ich wollte dir die Möglichkeit geben, dieses Potenzial voll zu entfalten. Deshalb schickte ich dich damals auch auf die Trainerschule. Ich sah mein jüngeres Ich in dir und wollte dir deshalb eine Chance geben, etwas aus deinem Leben zu machen. Aber was hier geschehen ist, zeigt mir deutlich, dass du keine Liebe für Galar verspürst. Es tut mir in der Seele weh, aber jemand wie du ist für die Arena Challenge nicht geeignet. Du gehst jetzt erstmal nach Claw City zurück. Wir entscheiden später, wie wir mit dir verfahren. Oha, das... Das kann nicht ihr Ernst sein, ich bin disqualifiziert! Damit begehen sie einen großen Fehler. Sie haben mich doch persönlich wie die Arena Challenge empfohlen. Mir fallen hunderte von Möglichkeiten ein, mit dieser Situation umzugehen. Und sie entscheiden sich allen Ernstes für die schlimmste von allen? Du hast ihn gehört, Betis. Deine gesammelten Wunschsterne kannst du derweil mir überlassen. Das ist ein schöner Story-Verschnitt gerade. Das ist gerade ganz... Ha!
Ah, da sind ja auch Sani und Gecko. Was für ein Schlamassel, nicht wahr? Es schmerzt mich, einen Challenger auf diese Weise scheiden zu sehen, aber es hilft nichts. Arena-Challenger üben eine Vorbildfunktion aus und haben sich daher stets tadellos und fair zu verhalten. Jetzt erinnere ich mich auch wieder daran, bei einem Kampf von Betis hat der Kommentator mal erwähnt, dass Betis keine Familie habe. Als Rose ihn dann unter seine Fittiche nahm, begann Betis alles für ihn zu tun. Oh, was für ein Desaster. Hoffentlich lässt sich die antike Stätte wieder restaurieren. Die hatte doch schon ein Loch. Naja, okay. Und da ist sie kaputt. Aha! Und da kommt die richtige Stätte zu Vorschein. Na, das sieht doch schon viel besser aus. Oh, geil. Da sind ja Sashi in unserem Center. Voll gut. Ich verabschiede mich mal. Hab dich lieb. Pass auf dich auf. Vielleicht bis später. Alles klar, Schwester, jetzt. Pass auch du auf dich doll auf. Ja, ist kalt draußen. Ich hab dich auch lieb und bis später, ne? Oh nein, die Wandmalerei ist völlig ruiniert. Aber dass dadurch diese Statuen ans Tageslicht gekommen sind, ist Glück im Unglück. Was an dieser Entdeckung ändert unser Verständnis der Legende Galas am meisten? Die Pokémon. Genau. Diese Wesen, die wie Pokémon aussehen, führen ein Schwert und einen Schild mit sich. Sie stehen außerdem ganz klar im Vordergrund und stechen viel stärker ins Auge als die Helden. Ist dir sonst noch irgendwas an den Statuen aufgefallen? Das sind die zwei Helden. Genau, damit können wir wohl endgültig davon ausgehen, dass es zwei Helden gab. Die Frage ist bloß, warum im Knospi Inn dann nur eine einzige Heldenstatue steht. Diese Statuen sind viel älter als die Wandteppiche oder die Heldenstatue im Hotel. Deshalb dürfte das, was wir hier gefunden haben, näher an der Wahrheit dran sein. Was lässt sich daraus schlussfolgern? Das Schwert ist ein Pokémon, das Schild ist ein Pokémon. Ja, beides. Im Endeffekt. Weil es jetzt hier Pokémon-Schwert ist, sage ich jetzt einfach mal Schwert. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Wie es aussieht, trug ein Pokémon ein Schwert mit sich und das andere ein Schild. Was, wenn die Leute das Schwert und den Schild einst so eng mit den beiden Pokémon verbanden, dass sie letztendlich gleichbedeutend waren? Du weißt schon, das Schwert stand für eines der Pokémon und der Schild für das andere. Mit der Zeit konnte man sich schließlich nur noch an das Schwert und den Schild erinnern. Dass es die beiden Pokémon je gegeben hatte, geriet völlig in Vergessenheit. Die beiden Jünglinge sind also die Helden. Und das Schwert und der Schild waren eigentlich zwei Pokémon. Aber warum wurden die Statuen, die uns dieses Wissen vermittelt haben, hinter einem Kunstwerk versteckt? Naja, danke jedenfalls für deine Hilfe. Ich glaube, diese Entdeckung könnte zu einem richtigen Durchbruch werden. Wenn du dich jetzt wieder der Arena-Challenge widmest, sollten dir die... Wenn du dich jetzt wieder der Arena-Challenge widmest, sollten dir die hier helfen. Als nächstes geht's für dich nach Fairbelly, richtig? Dann mal viel Erfolg dort. Zwei Belieber, danke. Sehr interessant auf jeden Fall. Ja, warum wurde es dahinter versteckt? Das ist tatsächlich mysteriös. Ein bisschen. Aber die sehen echt cool aus. So. Keine Sorge, mein Lungenflügel und ich rocken das. Oh Mann. Ja. Sag das nicht so, sonst muss ich mir doch Sorgen machen. Ja, pass einfach auf dich auf, ne? Das packst du schon. Pass einfach auf. Schön warm einpacken. So. Und sonst, die anderen, ihr tauscht schon fleißig hier gerade in der Gegend rum. Das finde ich toll. Das ist schön. Okay, voll cool. Ja, nice. Ich muss das alles noch etwas genauer unter die Lupe nehmen. Mach das, mach das. Ich zieh weiter. Auf Wiedersehen. Faszinierend.
ob sie bewusst versteckt wurden? Hallo, Dicta. Diese Sache mit der Artikelstätte muss ich meinen Leuten aus Fairbelly erzählen. Wo ging's gleich noch zu Fairbelly? Ach ja, durch den Wald mit den vielen Pilzen. Ah. Genau, sie sind ja sonst fit. Im Schritt. No. Fast. Weiter geht's, würde ich mal sagen. Ab in den Wald. Auf geht's. Der Wirrscheinwald. Ach geil. Das war ja das. Ne? Wo es diesen Livestream gab. Ja, der war ganz interessant. Da wurden ja neue Pokémon gezeigt und so. Aber echt nur 2, 3. Wie lang ging der Stream? 12 Stunden? Keine Ahnung. Zu lange. Zu lange. Aber jetzt gibt's ja hier Ponita nicht, ne? War ja nur Schild-exklusiv. Gibt es dann hier etwas in dem Wald, was Schwert-exklusiv ist? Wahrscheinlich nicht, oder? Oder doch? Man weiß es nicht. Aber schön, den jetzt mal im Spiel zu sehen. Sehr interessant. Hä? Was? Ich kann die andipseln. Okay. Okay, doch, komm her. Was bist du? Ein Flauschling. Okay. 34. Das, ja. Dann ist Nummer 205 Knapfel. Was kommt danach? Die Entwicklungen, wahrscheinlich. Oh, ein Shiny nach Tara-Hoodie. Ja, richtig. Ja, endlich sagt mal jemand Hoodie. Viele sagen, das ist ein Onesie. Das stimmt aber nicht. Es ist tatsächlich ein Hoodie. Hallöchen, Cora. Wunderschönen guten Morgen. Und einen schönen Start in die Woche. Schön, dass du hier vorbeischaust. Okay, pass auf. Das machen wir anders. Quatsch, bin ausgeschlafen und fit, hab T-Shirt, Pulli und Jacke und Stropfu. Was? Auch man diese Hose. Eingepackt wie ein Schneemann. Aber ein Schneemann ist doch nackt. Schwesterherz? Da stimmt was nicht. Ja, eben genau das, was Cora sagt. Nach Trapfel müssen, nach Knapfel kommt Trapfel und Schnapfel. Die Weiterentwicklungen eben. Genau. Ich hab zum Beispiel Knapfel. Haben wir schon weiterentwickelt. Die Quests haben wir schon gemacht. So. Das Ding ist aber halt auch, man bekommt halt in Schwert den sauren Apfel und in Schild den süßen Apfel. Das heißt, du kannst ein Schwert Drapfel haben und in Schild Schlapfel. Genau. Das ist halt das Problem. Man bekommt irgendwie den Apfel nicht wirklich nochmal her. Oder nur sehr schwer nochmal. Ich wechsle hier jetzt mal auf Inferno-Pot. Das ist schon in Ordnung. Ich meine... Achso, es wird ja ein Doppelkampf gleich. Was haben wir denn da noch? Ja, boah, das sind halt meine zwei Schwächsten. Dann kommen die hoch. Passt. Auf geht's! Ich finde Eisenbahn einfach fantastisch und unglaublich praktisch. Warum da? Weil so viele Pokémon und Menschen gleichzeitig in sie reinpassen. Okay. Wir sind mit einem von Galas Zügen hergekommen. Ob sich in unserem Leben durch die Begegnung mit Enten hier etwas ändern wird? Ja, ihr werdet verlieren. Und mir Geld geben. Ihr werdet ärmer. Pärchen, Mutsprobenpärchen. Marco und Veronika, alles klar. Oh, vielen Dank für den Follow. Und beide, zwei. Maxotaurus und Cora, vielen lieben Dank. Herzlich willkommen bei uns bei der Gecko-Gilde. Vielen lieben Dank. So, ach, das ist ja mal ein interessanter Kampf. Was haben wir denn hier?
Okay. Mit einer Käferbiss. War das. Das war nicht sehr effektiv. Das war einfach nur so. Okay, nein, nein. Und dann haben wir hier noch Reflex. Schockwelle trifft alle, ne? Glaub schon. Na, das ist ja jetzt ein Kampf. Oh oh. Das geht ja noch. Nochmal zurück zum Hoodie, Nathan. Das ist mein absoluter Liebling. Was schön hier. Was ist passiert? Achso, Kelly ist tot. Wo habe ich denn damals her? Ich glaube, es war eBay. Tatsächlich, es war irgend so ein asiatischer Händler. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Ich habe mal irgendwann geguckt gehabt, den gab es dann nicht mehr, weil ich ihn mir nochmal bestellen wollte, in etwas größer. Ich habe den nicht mehr gefunden. Also, ja. Und ich, von den Evoli-Entwicklungen ist Nachtara auch mein absolutes Lieblings-Pokémon. Es zählt zu einem meiner Lieblings-Pokémon insgesamt auch. Ich mag Nachtara so sehr. Und es ist so süß, der Hoodie hat einfach auch schon tollen Schwänzchen hinten dran, jo. Voll toll, ich liebe den voll. Und halt einfach auch die an der Schulter, an der Schulter vor allem, ist hier die Schulter, am Arm halt, am Ellenbogen, noch die Zeichen und so. Voll cool, ich mag den mega. Heilwoge, aha! Den habe ich eigentlich so ziemlich immer an, wenn wir Pokémon-Spiele spielen. Es muss irgendwie sein. Das ist hier mit der Hälfte. Tschüss. Ja, mit einer Bahn verlässt sich die Trauer über eine Niederlage sehr gut vergessen. Du bist einfach zu stark. Ich suche lieber nach jemandem, gegen den ich eine Chance habe. Das ist besser. Juhu. Das war der Kampf. Faszinierend. Oh Mann. Ja, wir schleichen uns mal weiter durch den Wald hier. Der echt dunkel ist, oh Gott. Oh! Eine TM! Schnorcher! Oh. Okay, ja, ist eine gute Attacke. Puff! Da oben ist noch eine TM. Zwei Hypertränke. Puff! Da ist noch eine Trainerin. Nein, ich wollte da nicht runterspringen. Was soll das? Das geht schon nicht. Was ist das für ein komisches Geräusch? Wir kämpfen jetzt erstmal. Manche der Pilze, die hier wachsen, reagieren darauf, wenn man sie berührt. Das habe ich auch schon gemerkt. So. Was, du bekommst ein Pokémon von mir geschenkt, wenn es soweit ist? Okay. Huch, was bist du denn? Sehr wohl. Ach, dieses komische Dings, was man im Pokécenter mal gesehen hat. Ich weiß nicht, was das jetzt für ein Typ ist. Da müssen wir wahrscheinlich erstmal ausprobieren. Ich setze mal eine Undichtattacke ein. Säuselstimme. Oh, ist das Typ Fee? Woher gibt's einen Süßapfel? Oh mein Gott, das ist tatsächlich sehr effektiv. Den gibt's in Claw City bei einer Quest. Ganz links. Genau. Ja, es wird dir ja schon schön im Chat erklärt. Voll schön. Nochmal. Ja, dann kämpfen wir einfach weiter, würde ich sagen. Ja, nochmal. Oh yeah, Level 47, das ist super. Wenn ich einen Kampf verliere, berührt mich das aber anders als die Pilze, werde ich eher finster. Okay. Ist in Ordnung. Nehmen wir meine F auf Twitch an. Dann kann ich die PN schreiben.
Ich nehme normalerweise eigentlich keine Freundschaftsanfragen auf Twitch an, so sorry. Um was geht's denn überhaupt? Manche Pilze leuchten, wenn du sie ja, okay. Oh mein Gott, was ist hier los? Ich geh dich. Ich hasse dieses Pokémon, es ist so hässlich. Falls du aber Discord hast, kannst du auch gerne unserem Server beitreten. Wir haben auch einen Discord-Server. Da kannst du mir dann auch tatsächlich eine PN schreiben. Was bist du für ein... Boah, ich will nicht gegen dich kämpfen, du bist so hässlich. Oh, wow. Perfekte Voraussetzungen, würde ich mal sagen. Ich fange dich jetzt trotzdem mal ein. Ja, das ist ich, nee. Level 43. Sehr gut. Pelzebub, ja, Schelm-Pokémon. Unlichtfee. Es nutzt eine Taktik, bei der es sich niederwirft und vorgibt, sich zu entschuldigen, nur um dann mit seinem speerartigen Haar zuzustoßen. Okay. Tschüss. Gut. Alles klar. Aha, was haben wir hier? Ein Klumpen Leuchtmoos. Wird der Träger von einer Wasserattacke getroffen, steigt seine Spezialverteidigung, das Item verschwindet. Ah, ja. Kann man mal mitnehmen. War hier die TM oder... Nein, natürlich nicht. Haha. Ach ja. So. Kehrtwende. Oh ja. Oh, okay. Das ist in Ordnung. Sehr faszinierend hier. Ich mag die Musik hier tatsächlich. Oh, schon schön. War's das? Schon? Fairbelly. Oh, wie schön ist das denn? Oh, das ist eine echt wunderschöne Idee. Boah, mitten im Wald. Okay, das ist geil. Oh, voll schön. So richtig Fantasy-mäßig, keine Ahnung. Oh, wie schön. Okay, das ist echt toll. Das ist ein echt schöner Ort. Boah. Erstmal hier heile machen. Etwas, was laut Regeln nicht in den Chat gehört. Echt? Was laut Regeln nicht hierher gehört? Was gehört denn laut Regeln nicht hierher? Okay. Da verwirrst du mich ja gerade. Keine Spoiler, keine Links und so. Keine Werbung, kein Caps. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Habt ihr auf Discord PN geschrieben? Okay. Ist das was Dringendes? oder ist das in Ordnung, wenn ich das sonst auch nach dem Stream nachgucken würde? Herzlichen Glückwunsch, Wahnsinn. Das Element hat sich erweitert. Wo denn? Es gibt jetzt Hypertränke, oder? Das ist das Einzige, oder? Naja. Okay. Okay. Stimmt, meine Pokémon waren ja auf einem Job. Da du einen Orden hast, gibt's neue Jobs. Okay.
Kann ich auf der nächsten nachlesen, klar. Okay, danke schön, super. So wie es aussieht. Ah, okay. Okay, dann nicht. Tschüss.